schon fleissig am Malen? Ja, ich bin Eva Babuschka und ich tue gerne malen. Was malst du? Mit Farbe. Am liebsten auf Textilien. Oder mit Zeitdruck und Bügellesen. Auf was für Materialien? Was mir gerade zur Quere kommt. Wie tust du dich denn vermarkten, vertreiben? Wo bist du unterwegs? In Zürich. Mit dem Velo oder auf dem Skateboard. Aber jetzt habe ich das erste Mal im Leben ein General-Abonnement. I can go wherever I want in Switzerland. Aber die Visa-Karte hat mir gekauft. Zum Abzahlen. Was ist dein Standpunkt mit deiner Kunst? Ja, Stand. Es soll etwas entstanden werden. Punkt. Und wie fühlst du dich dabei? Depends. Aber meistens fühle ich mich mit mir allein, so wie ich bin und das, wo ich bin und dass ich bin und in Zürich geboren. Fühle ich mich gut, ja, immer den Umständen entsprechend. Picobello, tutti frutti. Wenn jetzt jemand käme und sagt, du, dein Zeug gefällt mir, wo, wie und wo komme ich das hin? Dann sage ich immer, schau, ich bin Eva Babuschka mit schka.ch. Es ist noch ein Blog, er wird noch umgeleitet. I just have no time to make a homepage yet. Aber MySpace, dasselbe, Eva Babuschka. Und alle Leute, die keine Idioten sind, dürfen mich gerne auf Facebook und Eva Babuschka suchen, versuchen. Und gibt es Sachen, die man bestellen kann? Oder wie würdest du dir sagen, du, schau, ich habe etwas für dich und würde dir das gerne verkaufen? Oder wie machst du das? Also, ich habe leider keinen Detailhandel leer gemacht. Also, ich bin Treuhändlerin und dann, weiss nicht, Offerten, Lieferschein, Kostenvoranschlag, Rechnung. Am liebsten einfach auf mein PC-Konto. 20-290-790-7. Lautet auf EFI. I don't know why, but it is how it is. Und vermarkten, ja. Am liebsten tue ich das Zeug verschenken, Einzelanfertigung, weil Eva Babuschka macht es einfach von Herzen, für die Menschen. Nur leider fehlt das Bargeld dann am Schluss. Ja. Und ich habe gerne Schnippo. Schnippo zum Essen. Was ist deine Lieblingsfarbe? Blau und grün und rot. Und orange. Gell? Also blau und grün, ja. Und rot. Fällt dir Zürich? Hold on a second. Zürich ist wunderbar, aber heute ist April, er macht was er will. Hast du denn ein Beispiel dabei? Ja! Zeigst du uns etwas? Ich rauche bei eigentlich nicht mehr drum. Mit Feueranzünder habe ich es nicht so. Aber es ist ein Dessau. Ist egal, wenn ich ein bisschen sexy Hexe. Ich habe noch nicht gewaschen, gell? Also ich danke dir, wenn jemand jetzt 36 getragen oder nein, warte, es ist ja vom H&M, wir können schauen, ein S, oder? Ein S. Ich hoffe jetzt, der Karl Lagerfeld oder weil er bei H&M jetzt gerade momentan am Drücker ist, findet das okay, dass ich das Liebli angemalt habe, pimped up, styled up, recycelt und nachher können wir es einmal anlegen, waschen und dann kann ich es einfach schenken. Es sieht so aus. Falling in Herz for just one night.
der Siebdruck ist halt, ich habe keine so eine Maschine. Ich mache mit dem Bügeleisen und da habe ich keine Geduld, bis es, du siehst, bis es dann, how do you say it? Until it cools down, you know. Was für Messages bringst du auf dein T-Shirt, Materialien? Liebe, Farbe, Löcher flicken, stopfen, Hosen kürzen, Kleider reparieren. Wenn dir ein Knopf fehlt, dann zieht es dir dann einfach schon mal einen Hals und du hast einfach schon schlechte Laune, wenn du mich triffst. Und irgendjemand, der schlechte Laune hat, der nicht durch von mir verursacht ist, dann I just maybe just go to another coffee bar. I don't know. I just like good vibes. That's it. Du bist mit dem Künstlernamen Babushka unterwegs. Nein. Was bedeutet das? Eva Babushka. Was bedeutet Babushka? Babitschka, eine Großmutter. Bist du denn eine Großmutter? Sehr etwas sonst. Nein. Nein, ich bin doch keine Großmutter, aber ich. Also, hast du schon gegen die 30 zu, gell? Aber du fühlst dich gut. So wie du bist jetzt hier, mit deiner Kunst, mit deinen Materialien, mit allem. Perfekt, ja. Lovely, ja, wirklich. Wunderbar. Aber irgendwie kann ich jetzt lang. Ich bräuchte Strumpfhose. Ich finde, es ist langsam ein bisschen kühl hier in Zürich. But I have lots of them back home. Are you okay with your Strumpfhose? They're so skinny. Super. Danke dir für das Interview. Nein, schon fertig. Aber, look, ich muss immer, wenn ich, ich bin nicht nervös, aber ich bin recht gestresst. Komm, wir hören dich jetzt noch ein bisschen Musik. Just for a second. Ich meine, wenn es nicht gerade der QTMC ist, leider rausgekehrt aus dem Nattel, ich weiß nicht wohin. Die Clowns schaue ich einfach auf YouTube. Das sind einfach die besten. Und wenn ich Maria Mena Just Hold Me for One Other Night oder I don't know, dann kann ich dann nicht pfusen. Aber nicht in Gockhausen. Ich wohne in Zürich. Let's say Empire of the Sun. Oder The Whitest Boys Alive, Portishead, Bob Marley oder TLC, The Noisettes, Klein und Lang, alles im Gleichschritt, Birds Music, Fly. Hat mich gefreut. Danke für deine Worte zum Schluss, hat mich gefreut. Ciao. Käsebäse.